Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den November. Ich möchte heute mit euch gerne über die 7 Bücher sprechen, die ich in diesem Monat beendet habe. Das waren diese 5 und dazu noch 2 Hörbücher. Ich habe insgesamt 25 Stunden Hörbuch gehört und 1963 Seiten gelesen und möchte jetzt gerne kurz über die Bücher mit euch sprechen. Es gab bereits 3, die ich extra rezensiert habe. Da versuche ich mich ein bisschen kürzer zu halten. Und die anderen 4 Bücher sollen natürlich aber auch nicht zu kurz kommen. Deswegen legen wir jetzt einfach gleich mal los. Wir beginnen mal mit einem Buch, von dem ihr auch schon eine Rezension gesehen habt. Und das war auch gleichzeitig mein Monatshighlight. Doch schon. ziemlich eng auch mit einem anderen. Dubliner von James Joyce. Ich habe in diesem Jahr ja bereits Ulysses gelesen, das mir so einige Schwierigkeiten bereitet hat. Aber ich wollte gerne doch noch etwas anderes von James Joyce probieren und habe mich hier für Dubliner entschieden. Das Buch erhielt ich als Rezensionsexemplar. Das ist in dieser sehr, sehr schönen Manesse-Bibliotheksreihe erschienen und die sind immer einfach wahnsinnig schön aufgemacht. Also die sind auch einfach eine Augenweide im Regal. Dazu war der Inhalt aber auch noch sehr toll, denn das sind hier verschiedene Erzählungen, die, wie der Titel schon sagt, alle um Persönlichkeiten aus Dublin sich drehen. James Joyce hat hier ein sehr breites Porträt seiner Heimatstadt gezeichnet, das zugleich aber auch viel, viel leichter verständlich ist als Ulysses. Also hier, das ist alles noch so in der traditionellen Erzählweise geschrieben. Wir sind noch nicht so abgehoben wie in Ulysses, wo die Literatur für James Joyce und das Schreiben schon mehr eine Kunst ist als eine abstraktere Kunst, sagen wir es mal so, als hier in Dubliner, in denen es einfach immer noch einen Erzählbogen gibt und man dem folgen kann, ohne großartig in dem Lesefluss gestört zu werden. Irgendwie kann ich heute nicht so richtig reden. Mal schauen, wie das Video noch wird. wie gesagt, sind hier viele verschiedene Erzählungen versammelt. Wir betrachten hier zum Beispiel ältere Menschen in Dublin, auch junge Erwachsene und sogar Kinder. Es gibt ja eine Geschichte, die hat mir sehr gut gefallen, in der es um 2 Kinder geht, die Schule schwänzen, weil sie ein Abenteuer erleben möchten. Und irgendwie ist das Abenteuer aber auch nicht so richtig aufregend, es ist eher langweilig und sie erkunden die Stadt so ein bisschen, kommen dann ein bisschen außerhalb irgendwo an und ruhen sich dort ein wenig aus, als sie auf einen älteren Mann treffen, der sie scheinbar ja ganz unverfänglich in so ein Gespräch verwickelt. Und so im Laufe des Gespräches dämmert ihnen dann aber doch, dass hier ihr Abenteuer ein wenig gefährlich wird. Die Geschichte hat mir ganz super gefallen. Dann gibt es noch einen älteren Mann, das ist mir auch noch sehr lebhaft in Erinnerung, der sein Glück einfach nicht selbst in die Hand nehmen kann. Und das passiert vielen der Figuren hier in den Geschichten, dass sie Dublin nicht loslässt und sie eigentlich etwas aus ihrem Leben selbst machen wollen, aber nie wirklich den richtigen Schritt gehen können. Auch er ist ein Junggeselle, er lebt auch außerhalb von Dublin und ist allerdings an Kunst und Musik interessiert und demzufolge besucht er öfters Theater- oder Opervorstellungen und trifft dann dort auf eine verheiratete Frau, mit der er eine Art freundschaftliche Beziehung eingeht. Die beiden treffen sich öfters und sie scheinen auch wirklich auf einer Wellenlänge zu sein. Beide lieben die Musik und sprechen oft darüber. Der Ehemann der Frau ist immer auf See und ist ganz selten zu Hause. Er sieht auch seine Frau auch überhaupt nicht als begehrenswert. Und demzufolge kommt es ihm gar nicht in den Sinn, dass der Mann da irgendwie eine Gefahr für seine Ehe darstellen könnte. Er denkt vielmehr, dass er an der Tochter interessiert ist. Und als die Frau dann versucht, einen Schritt auf den auf ihren Freund zuzugehen, eskaliert aber alles. Und ja, es gibt nicht viele Happy Ends in dem Buch, um das mal vorweg zu sagen. Es dreht sich ganz viel um sehr, sehr strengen Katholizismus und sehr, sehr heftigen Alkoholmissbrauch. In manchen Geschichten geht es auch um beides.
Aber ich fand sie wirklich sehr, sehr schön. Es gab so ein paar in der Mitte des Buches, die mich nicht ganz so sehr angesprochen haben. Im Großen und Ganzen ist es aber eine sehr große Empfehlung für euch. Falls ihr euch auch an James Joyce wagen möchtet, es aber noch nicht so richtig mit Ulysses versuchen wollt, dann greift doch mal zu den Dubliner. Dann beendete ich ein Buch, das ich eigentlich auch schon viel früher lesen wollte, denn ich habe es mir relativ schnell nach Erscheinen der Longlist des Deutschen Buchpreises gekauft. Und es geht um Brüder von Jackie Tohme. Ich hatte das Thema hier in diesem Buch sehr angesprochen, denn es geht um, wie der Titel schon sagt, zwei Brüder, die von einem Vater in der DDR gezeugt wurden. Er kommt ursprünglich aus dem Senegal, kam als Student in die DDR und hat dann dort auch verschiedene Frauen natürlich kennengelernt. Und mit zwei von diesen Frauen hat er ein Kind gezeugt, relativ kurz nacheinander auch. Die Brüder sehen sich als Kinder nicht. Sie kennen auch ihren Vater nicht wirklich, denn er verschwindet aus ihrem Leben. Und das Einzige, was ihnen gemein ist oder was sie mit ihrem Bruder gemeinsam haben, ist, dass sie sich eben eine sehr ähnliche Hautfarbe teilen und damit auch herausgestellt sind aus der doch recht homogenen DDR-Landschaft. Sie haben beide auch einen sehr unterschiedlichen Lebenslauf. Michael, der ältere der beiden, verlässt die DDR zusammen mit seiner Mutter und wächst in West-Berlin auf. Und dort, ja, feiert er sich durch die 90er. Er pflegt einen sehr, sehr hedonistischen Lebensstil während der Zeit und lebt eigentlich nur fürs Wochenende und nachts, hat keine richtige Arbeit, hat auch nichts wirklich gelernt. Er schlägt sich halt einfach nur so durch, ist allerdings dabei sehr charmant und kommt eben auch immer irgendwie durch. Wir folgen ja recht langer Zeit ihm und seiner Freundin, bei der er eigentlich nur so aus Gemütlichkeit bleibt. Es gibt ein Schlüsselerlebnis für ihn, das wiederum eine Gemeinsamkeit mit seinem Bruder darstellt, denn beide, sowohl Michael als auch Gabriel, der jüngere Bruder, haben ein Schlüsselerlebnis in ihrem Leben, das sich um Fäkalien dreht. Und das wird hier auch recht deutlich geschildert. Also das möchte ich auch mal gesagt haben, falls euch sowas im Buch stört. Also es war schon ein bisschen eklig gewesen, aber die Autorin ist jetzt auch nicht so sehr darauf herumgeritten. Also man konnte es schon lesen. Ich hatte es nur schon bei anderen gehört und so abschreckend fand ich es jetzt nicht. Der zweite Bruder Gabriel lebt in London und ist ein sehr, sehr erfolgreicher Architekt. Er ist sehr ehrgeizig, arbeitet sehr hart und zum Teil eben auch zu viel und zu sehr und übernimmt sich, sodass er dann auch sein Leben überdenkt. Und zwischen diesen beiden Teilen, also in der ersten Hälfte des Buches folgen wir Michael, in der zweiten Gabriel, gibt es dann noch ein Kapitel aus der Sicht des Vaters und wir erhalten hier so ein bisschen einen Einblick, wie das für ihn war, in die DDR zu kommen und sein Leben dann auch weiterhin verlief. Ich fand das Buch sehr interessant, es war sehr schön zu lesen, es war sprachlich jetzt nicht wirklich herausragend, aber auch nicht schlecht, also man kam ganz gut durchs Buch durch. Und es hat mir Freude gemacht, das Buch auch zu lesen, diese beiden Lebensgeschichten zu verfolgen, die doch wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind und dabei doch auch recht real und glaubwürdig von der Autorin erzählt werden. Im Großen und Ganzen war das allerdings eher eine Familiengeschichte und ich hätte mir dann doch noch so ein bisschen mehr erwartet in Bezug auf, wie es denn ist, so in der DDR und mit einer Hautfarbe, die eben nicht ins Gesamtbild der DDR passt. Ich habe ja bei Dubliner von James Joyce schon gesagt, dass das eines der Highlights in diesem Monat war. Das andere war So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche von Karl-Ove Knausgård. Wenn ihr mich schon länger verfolgt und meinen Kanal, dann wisst ihr, dass ich Knausgård das sehr gerne mag. Und auch dieses Buch hat mir wieder sehr gut gefallen. Es geht hier um Edvard Munch, seine Kunst, die norwegische Kunst und Kunst im Allgemeinen. Aber natürlich geht es auch viel um den Autor und seine Sicht auf die Dinge, wie in jedem anderen Buch von ihm. Ich fand es hier sehr, sehr interessant, welche individuellen Unterschiede es einfach gibt,
Bilder zu betrachten, was jeder darauf sieht und was man auch in verschiedenen Lebenslagen auf Bildern sehen kann. Ich hatte es ganz oft, dass es sind hier einige Bilder drin abgedruckt zwischendrin. Ich habe auch noch eine Rezension dazu gedreht, da seht ihr das ein bisschen besser. Denn jetzt kann ich gerade keine finden, die ich euch zeigen könnte. Doch hier zum Beispiel. Also ihr habt hier immer so ein paar Einschübe mit Bildern. Und nicht alle Bilder, die Knausgård hier bespricht, sind im Buch enthalten, aber doch recht viele. Und wenn er dann davon spricht und was darauf abgebildet ist, er versucht es auch so ein bisschen in den Kontext mit einzubinden, in das Leben des Künstlers, aber auch in das Leben in der Zeit. Und er bespricht dann eben, was er daraus schließt und was er auf dem Bild sieht, welche Stimmung das Bild hat für ihn und welche Stimmung es bei ihm auslöst. Und das war ganz oft ganz, ganz verschieden von dem, was das Bild für mich bedeutete. Und das fand ich sehr interessant. Es gibt auch einige Thesen, die Knausgård hier in Bezug zu Kunst aufbringt und sie uns erläutert. Er hat einfach einen wahnsinnigen Wissensschatz, wenn es um Kunst und Kultur geht, und den teilt er hier mit uns, ohne dabei mit einem Zeigefinger uns belehren zu wollen. Und das gefällt mir so gut an Knausgård. Das Buch ist keine Biografie, also obwohl wir hier etwas von Munk erfahren und auch sein Leben so ein bisschen beleuchtet wird, geht es hier nicht um, erst hat er das gemacht und dann später das, sondern es geht hauptsächlich um seine Kunst und wie die rezipiert wird. Seine verschiedenen Schaffensperioden werden aber dann doch auch in Beziehung zueinander gesetzt und man bekommt meiner Meinung nach schon ein recht gutes Bild von dem Künstler hier geboten. Das Buch hat mir sehr gut gefallen und 4 Sterne von mir erhalten. Herbst ist auch bei mir beim Lesen so ein bisschen Grusel- und Horror-Fantasy-Thriller-Zeit. Und so habe ich ja auch noch zu einem Simon Beckett gegriffen, den ich doch schon lange im Regal habe. Und ich glaube, ich habe ihn mir letztes Jahr recht kurz nach Erscheinen im Taschenbuchformat gekauft, aber dann irgendwie doch nicht dazu gegriffen. Und der November schien die perfekte Zeit für Totenfang. Es ist der 5., wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas ist heute wirklich mit meiner Zunge nicht so richtig in Ordnung. Es ist der 5. Teil der David Hunter-Reihe. Und wie jeder andere Teil aus dieser Reihe ist auch das ein recht unterhaltsamer Thriller. Es geht hier um eine Region in Großbritannien, in der wir vorher noch nicht waren mit David Hunter. Es geht um die Backwaters bei Essex. Und das ist eine Art Sumpflandschaft. Also die Backwaters ist wie eine Art Flussdelta, in das aber immer mehr Wasser reingedrückt wird und die auch Ebbe und Flut unterliegen. Die Flussarme, meine ich. Also es ist ein sehr matschiges, ziemlich nasses, kaltes, raues, windiges Gebiet. Wie perfekt quasi für eine Kulisse eines Thrillers. Es wird dort eine Leiche im Wasser entdeckt und David Hunter wird dazu gerufen, um die zu identifizieren, beziehungsweise auch so ein bisschen seinen Wissensschatz zu benutzen, dahingehend, wie lange denn die Leiche schon im Wasser sein könnte. Kann es sich hier um den Vermissten, einen Sohn einer sehr reichen Familie vor Ort handeln oder eher nicht? Passt es zeitlich nicht so ganz? Und während er dann dort ist, wird er in eine sehr große Geschichte mit hineingezogen, denn zugleich mit diesem Vermissten verschwand auch noch eine andere Person, eine junge Frau, eine Ehefrau dort von einem Mann, der David Hunter dann auch aus dem Schlamm ziehen muss mit seinem Auto. Und so knüpft er dann auch persönliche Kontakte zu der Familie des Opfers und die Linien verschwimmen dann so ein bisschen, je weiter er dann dort ermittelt und auch natürlich einiges selbst auch findet und manchmal, wie das auch bei David Hunter so ist, sich selbst unnötig in Gefahr bringt und überall quasi zugegen ist. Und daran hört ihr vielleicht auch schon, dass es eben auch nicht wahnsinnig realistisch ist, finde ich. Also er trifft
oft eine ziemlich blöde Entscheidung und auch die Polizisten um ihn herum sind doch etwas risikobereiter, als das Polizisten im realen Leben wohl wären. Ich fand, hier wurden auch Themen oder Wendungen aufgegriffen, die es vorher schon mal in der Reihe gab. Also es gibt hier einen ermittelnden Polizisten, der eben auch eine Krankheit hat. Es gibt einen geistig verwirrten Mann, der dort in der Gegend herumläuft. Das gab es von weg auch schon mal. Und noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt allerdings nicht näher benennen will, um euch nicht zu spoilern zu diesem oder zu den anderen Teilen. Aber ich fand, er hat, Simon Beckett meine ich mit er, vielleicht in diesem Teil so ein bisschen sich bei den vorherigen bedient und so hier was rausgenommen und da was rausgenommen und eine neue Geschichte entstehen lassen. Die Kulisse und die Atmosphäre war aber einfach wirklich ausschlaggebend und das hat das Buch sehr spannend gemacht, sehr unterhaltsam und es war schön, hier durchzufliegen und ich bin auch wirklich durchgeflogen durch das Buch, denn man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Ebenso passend für den November waren die beiden Hörbücher, die ich gehört habe und das waren Teil 3 und 4 von der Lockwood-Reihe von Jonathan Stroud, nämlich einmal The Hollow Boy und The Creeping Shadow. Und ich möchte zum Inhalt gar nicht viel sagen, es spielt eben alles in dieser Welt, die unserer sehr ähnlich ist, aber in der es einfach Geister gibt, die immer oder die ganz plötzlich aufgetaucht sind und nun auch nicht mehr wirklich weggehen und immer mehr diese Geister kommen in die Welt hinein und terrorisieren London und ganz Großbritannien. Nur die jungen Menschen, also Kinder und Jugendliche, können die Geister sehen. Für Erwachsene sind sie unsichtbar, aber das heißt nicht, dass sie keine Gefahr für Erwachsene darstellen, denn sie können auch genauso Erwachsene töten und so. Es ist vonnöten, dass die Kinder und Jugendlichen dann dort nachts immer arbeiten und entweder als Wachposten aufgestellt werden oder eben in einer Art Agentur arbeiten, um dort die Geister zu bekämpfen. Und Lockwood ist eine solche Agentur, in der es George gibt und Lockwood selbst natürlich, Lucy, die unsere hauptsächliche Erzählerin und Protagonistin ist. Und es kommt auch noch eine neue Person hinzu im dritten Teil, nämlich Holly. Und das kreiert auch so ein paar Spannungen in dieser Gruppendynamik dort. Sie bekommen einige Fälle zu lösen. Also sie müssen in einigen ziemlich gruseligen Gebäuden Geister bekämpfen und erfahren natürlich auch, was es mit diesen auf sich hat, warum sie dort sind, welche grausigen Verbrechen dort vielleicht vorher passiert sind, sodass dann dort die Geister auftauchten. Es gibt einige Geheimnisse und die Geschichte insgesamt, warum diese Geister nun kamen und was vielleicht noch so dahinter steckt und wie die Gesellschaft mit diesen Geistern und mit diesen Phänomenen umgeht, das wird alles weitererzählt und zwischendurch gibt es eben immer so diese kleineren Geisterbekämpfungsfälle. Also die Geschichte ist immer recht lustig erzählt, es macht Spaß, ihr zuzuhören. Ich denke, wenn ich sie lesen würde, würde ich vielleicht dann doch auch irgendwie so ein bisschen das Interesse verlieren. Aber als Hörbuch hat sich das ganz gut geeignet. Man kann immer so ein bisschen mit schmunzeln und dann ist es so diese Art niedlicher Grusel. Also man fürchtet sich nicht wirklich, aber es geht eben doch so ein bisschen um Geister. Und dann gab es einen Mord und Hund. Also hat mir doch recht viel Spaß gemacht. Aber ich denke, ich mache jetzt auch mal eine Pause, bevor ich weiterhöre, denn es ist doch schon immer irgendwie so das Gleiche. Also es taucht immer ein neuer Geisterfall auf und dann gibt es so ein paar Spannungen in der Gruppe und irgendwie schaffen sie es aber halt. Ne? Und das letzte Buch war auch wieder ein Rezensionsexemplar. Also das könnt ihr auch noch in einer längeren Version auf meinem Kanal finden. Die Besprechung von Aus dem Wald hinausfinden. Ein Interview mit Margaret Atwood, das von Kasper Schaller geführt wurde. Und das ist ein recht dünnes Büchlein, aber es gibt doch einen sehr guten Einblick in das Leben und in die Person von Margaret Atwood. Sie besprechen hier nicht nur ihre Bücher, sondern auch, wie der Titel schon sagt, wie man denn vielleicht aus einem Wald herausfinden könnte. Denn für mich überraschenderweise weiß Margaret Atwood das und ich denke auch trotz ihres fortgeschrittenen Alters, sie hat ja vor kurzem ihren 80. Geburtstag gehabt,
würde sie trotzdem nicht verzweifeln und wahrscheinlich viel besser aus einem Wald herausfinden als so viele andere junge Menschen, mich inbegriffen. Sie weiß wahnsinnig viel und das wird auch hier in dem Buch deutlich. Also sie springt zwischen Naturwissenschaft und Astrologie und Literaturwissenschaft, Literaturgeschichte und allgemeine Menschheitsgeschichte hin und her und es scheint ihr keinerlei Probleme zu bereiten, ihre Argumente dann auch mit verschiedenen Fakten zu unterfüttern. Sie hat hier gesagt, sie liest alles, was sie in die Finger bekommt und das beinhaltet eben auch aktuelle Forschungsliteratur und ja, eine wahnsinnig intelligente Frau. Das Buch hat mir richtig viel Lust auf ihre Bücher gemacht und so habe ich mir auch für 2020 so ein bisschen vorgenommen, Margaret Atwood ein wenig mehr zu belesen. Ich kenne von ihr bisher nur The Handmaid's Tale und The Testaments, also Der Report der Magd und Die Zeugnisse auf Deutsch. Und beide Bücher haben mir sehr gut gefallen und ich möchte einfach noch ein bisschen mehr aus ihrem Werk kennenlernen. Wirklich eine ganz, ganz sympathische Frau, die hochintelligent ist und dazu noch aus der Wildnis einfach mal so herausfinden könnte. Ja, das waren alle Bücher, die ich im November beendete. Was habt ihr so gelesen? Was war euer Highlight? Kennt ihr einige der Bücher, die ich bereits gelesen habe? Und wenn ja, dann lasst uns doch ein wenig darüber sprechen in den Kommentaren. Ich würde mich wie jedes Mal sehr freuen über eine Rückmeldung von euch und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!